Gnade und Friede sei mit uns von dem Gott, wie er in Christus Jesus erfahrbar wird. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Herzlich willkommen, um die Gegenwart Gottes in Christus Jesus miteinander zu feiern. Er will uns und diese Welt retten durch Wahrheit und Liebe. Amen. Dass dieses Feiern von Gottes Gegenwart und liebender Zuwendung auch gelingen möge, hat Ruth Fischer alles vorbereitet. An der Orgel unterstützt uns John He Lee. Und ich habe mich einmal mehr mit dem Johannesevangelium beschäftigt, insbesondere mit der Frage, wie Jesus nach seinem Tod und nach dem Ende seiner Erscheinungen eben bei den Jüngerinnen und Jüngern nachher eben immer noch erlebbar ist und bleibt. So stimmen wir uns ein auf Gottes Gegenwart in Jesus, in hier und jetzt mit dem Lied Liebster Jesu, wir sind hier, dein Wort anzuhören. Nummer 159, wir summen miteinander, alle drei Strophen singen dürfen wir halt immer noch. Christus Jesus, unser Herr und Gott, da bin ich, spüre meine Füße auf dem Boden. Ich bin da, hier im Gottesdienst in der Johanneskirche, hier in deiner Kirche, hier in deinem Gottesreich, im Gottesreich der Liebe. Mindestens in meinem Kopf gibt es Gedanken, die mich nicht bei dir im Reich der Liebe sein lassen wollen. Auch Gefühle kenne ich, die mich nicht in der Liebe sein lassen wollen. Verständlich, nicht nur eine ganze Woche kommt mit mir mit, wo ich stehe, wo ich sitze, wo ich liege, was auch immer ich tue, mein ganzes Leben kommt mit mir mit und ist auch da. Ich mit allem, was ich in meinem Leben gelebt, erlebt und erlitten habe. Und da wird mir deutlich, wie da noch andere mitreden in meinem Leben, ja dreinreden, mich überreden,
mich anfassen, mich verführen. Und du, Christus Jesus, du gekreuzigter, auferstandener und gegenwärtiger Herrengott, vermag ich dich in diesem Wirrwarr von Gefühlen, Erinnerungen, Stimmen und Bildern zu hören, zu sehen, zu erkennen? Lass es mich versuchen, lass es uns versuchen. Lass mich wahrnehmen, wo und wie du in meinem Leben auferstanden und lebendig bist. Lass uns wahrnehmen, wie du in unserer reformierten Kirche gegenwärtig und lebendig bist und wir zur Erkenntnis deiner Wahrheit, der Liebe kommen. Sei du mit uns, steh uns bei, Christus Jesus. Amen. Bitte Platz. Wenn ich meinen Weg im Christsein bedenke, erinnere ich mich an viele, viele Widerstände, die mich herumtrieben. Rückblickend trifft das mindestens bei mir voll ins Schwarze, wie es mir ergangen ist, was der Apostel Paulus über die Bedeutung der Kreuzigung Jesu schreibt. Als Lesung hören wir aus dem 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Verse 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben, zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo bleibt da ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da die Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung jene zu retten, die glauben. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkünden wir Christus den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen. Auch wenn ich täglich diese Kraft spüre, die von Christus, dem Gekreuzigten, ausgeht, erfahre ich ebenso täglich, wie schwierig und herausfordernd es ist, andere in diesen Glauben hineinzunehmen, dass sie eben von dem Gott berührt werden, der uns Menschen väterlich und mütterlich über alles liebt. Aber nur wir können eben diesen Glauben weitergeben. Machen wir uns gegenseitig mit Mut, mit dem Lied, singt dem Herrn alle Völker und Rassen. Sie finden es unter der Nummer 250. Wir summen miteinander alle vier Strophen.
liebe Gemeinde, eine Kirche, die nicht missioniert, hat demissioniert. Ein Ausspruch, den ich schon lange kannte, bevor ich Pfarrer wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich war ziemlich allergisch und abweisend bei allen Versuchen, die ich erlebt habe, mich vom Christsein zu überzeugen, eben mich zu missionieren. Christen, denen ich begegnete, hinterließen mir das schale Gefühl, da stimmt etwas nicht. Die machen sich etwas vor, ja, die belügen sich. So war ich vom Christsein immer wieder abgestoßen. Ich lehnte all diese Missionsversuche tief ab. Aber da gab es auch die andere Seite, dass ich wahrnehmen konnte und es mich wirklich faszinierte, wie Christen sich engagierten. Für andere Menschen in einem umwerfenden Ausmaß. Einsame, Ausgestoßene, Kranke, da traten Christen ein und auf. Christen pflegten auch ihre Angehörige bis zum Umfallen, auch in der Nachbarschaft. Und wenn ich dann fragte, warum sie das machen, kamen Antworten wie, weil Jesus für mich gelitten hat und für mich gestorben ist. Ja, weil ich einmal in den Himmel kommen will. Weil der Herrgott eben das auch gemacht hat. Und der Herrgott gibt mir Kraft dazu. Und das macht mich glücklich. Oder Gott hat nur unsere Hände. Oder ich sehne mich nach dem jüngsten Tag, wo die ganze Welt endlich gerettet wird und ich dann bei den Geretteten bin. Ja, ganz einfach, ich will nicht einmal in der Hölle schmoren. Ja, Sie kennen sicher auch solche Aussprüche und da war ich bei all diesen Versuchen eben genau dort bei der Lesung. Ein Grieche, der Weisheit sucht und dies alles als Torheit sieht. Und Wunder im Sinn von übernatürlichen Geschehnissen, Zeichen nennt das Paulus, sind in meinem naturwissenschaftlichen Weltbild schlicht nicht möglich. Und wenn Christen von erlebten Wundern erzählen, wie zum Beispiel das, dass ihr Kind von Gott gerettet wurde, das ging so, ihr Kind war verschwunden. Sie wohnten im vierten Stock und oh Gott, die Balkontüre ist offen. Raus auf den Balkon, kein Kind auf dem Balkon. Und dann ängstlicher Blick über den Balkon. Und was sehen Sie? Ihr Kind ist 4 Stockwerke tiefer unten am Balkon, sitzt und spielt. Bei solchen Erzählungen tiefes Unbehagen. Denn von einem mächtigen Gott, der eingreift, und diese Welt rettet, wollte ich gar nichts wissen und kann mir das auch immer noch nicht denken und vorstellen. Ich war damals entsetzt vom Ozonloch, das wir Menschen angerichtet haben. Und da kommt kein Gott, der das schließt. Wir müssen uns ändern. Und das war auch noch die Zeit mit den Abfallbergen, Abfalldeponien, wurde einfach alles deponiert, zwar zugedeckt, aber es stank. Und auch unsere Gewässer waren stinkende Kloaken. Ich war überzeugt, wenn wir Menschen uns nicht ändern, bringen wir uns um. Und so denke ich immer noch. Da wird kein Gott eben kommen und unsere Probleme lösen.
Unterdessen ist es sehr wohl mein Glaube geworden, dass Christus Jesus eben keine Hände, keine Füße, ja eben kein Herz und keinen Mund hat. Außer eben Menschen lassen sich von ihm berühren und begeistern und bewegen. Und genau darum geht es eben in dem für heute aufgegebenen und vorgegebenen Predigtwort aus dem Johannesevangelium. Wir hören die Verse 20 bis 24 vom 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest teilzunehmen. Die traten nun an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es Andreas. Andreas und Philippus gehen und sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Mal, wenn ich einen solchen vorgegebenen Predigttext das erste Mal lese, weil ich ihn vorgetischt bekomme, dann bin ich schlicht irritiert. Griechen gehen zum Fest und wollen Jesus sehen, sagen das dem Philippus, und der Philippus sagt es dann dem Andreas, und dann gehen sie zu Jesus und Jesus kommt nicht raus aus diesem Tempel oder was das immer ist, wie ich das erwarten würde, sondern sagt: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Aufgrund der Passionsgeschichte, wie wir sie aus den anderen drei Evangelien kennen, eine Szene wie im absurden Theater, wo scheinbar nichts zusammenpasst. Ganz anders sieht es aus, wenn wir das Johannesevangelium als Glaubenszeugnis lesen, das um 100 in den johannäischen Gemeinden entstanden ist. Die systematische Christenverfolgung hat im Römischen Reich 91 begonnen und machte Christen zu Staatsfeinden, die hingerichtet wurden, weil sie den römischen Kaiser nicht als ihren Herrn und Gott verehrten, sondern eben ihren Jesus. Und für ihren Herr und Gott, Christus Jesus, gingen sie scharenweise in den Tod, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Aggression und ohne Verzweiflung. Sie lebten stoische Ruhe, wie sie dem wichtigsten Idealbild in der römischen Kultur entsprach, in einer solchen Überzeugung, dass eben unglaublich